Hey, was laberst du da? Mag dich ja nicht, weil man sieht, dass du extra nicht auf die Fragen vom BVB antwortest, weil die verloren haben. Hä? Darf ich erstmal vielleicht meinen Stream begrüßen? Ich kann natürlich noch was sagen zu dem Game, aber was soll ich euch sagen? Ist halt eine Packung gewesen, ne? Ja, aber passiert. Passiert. Ist ja nicht jede Woche wie bei Schalke. Ich finde es dann auch kacke, wenn Dortmund dann einmal letzte hoch verliert, sofort kommen alle aus den Löchern gekrochen und guck mal, wie billig die sind, 5-1 verloren und bla bla bla. Also, das finde ich auch ein bisschen unnötig, so, ne? Dieses Rumgehate wegen ein paar Niederlagen. Klar, wird sehr, sehr schwer werden, ne? Der Abstand wird auch immer größer zu Platz 1, keine Frage. Aber ich sage euch ehrlich meine Meinung, ich glaube, es wird sehr schwer für Dortmund natürlich den Titel zu gewinnen. Das wird sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Es wird sehr schwer. Muss man einfach so sagen. Aber man weiß nie. Vielleicht patzen die anderen Mannschaften auch mal, ne? Vielleicht patzt ja auch mal Bayern, vielleicht patzt auch Leipzig. Das weiß man halt nicht, ne? Und jetzt immer direkt die Leute, die dann kommen und sagen, ja, nur weil Haaland jetzt fehlt, guck mal, wie schlecht Dortmund ist und so. Digga, Reina ist Bombe. Und klar, fehlt jetzt sozusagen der Top-Stürmer. Ne? Der fehlt, keine Frage. Ey, die Leute, die hier im Chat sind und von VfB Stuttgart Fans sind, absolut kein Problem. Die Jungs haben stark gespielt. Die haben wirklich, wirklich stark gespielt, Stuttgart. Muss man einfach so sagen. Klar ist Haaland Game Changer. Ist er auch. Der fehlt auch gerade. Braucht man gar nicht, um den heißen Brei zu reden. Haaland fehlt gerade bei Dortmund. Wie ist denn eure Meinung dazu, Leute? Meint ihr, Dortmund hat noch Chancen, da oben mit anzugreifen? Also ich glaube schon, dass die am Ende der Saison Top 3 sein werden. Definitiv. Jetzt gerade, wir können uns ja mal die Tabelle angucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es gerade aussieht. Bayern hat auch 1-1 gespielt, ja. Also ist alles offen. Ist alles offen. Ne? Dortmund hat ja auch nur ganz knapp gegen Bayern verloren gehabt zu Hause. Da war ich ja im Stadion, konnte das Spiel sehen. So sieht es gerade aus. Dortmund auf Platz 5 hat 19 Punkte und Bayern hat 24 Punkte. Ja, sind halt 5 Punkte Unterschied, ne? Kommt halt auf die Rückrunde an. Keine Frage. Da kommt es auch drauf an. Und Haaland ist jetzt einen Monat verletzt, glaube ich, ne? Ja, also ich glaube schon, entweder werden die Zweiter oder Dritter diese Saison. Aber Platz 1 natürlich auch noch drin, man weiß nie, man weiß nie. Klar kann sowas auch mal passieren, Leute. Jeder bekommt mal eine Packung. Kann auch sein, dass die Saison mal Bayern vielleicht eine 5-0-Packung kriegt oder sowas. Ne, das weiß man halt nicht. Ich fand das eine Tor von Reina aber sehr, sehr stark. Der Pass war super, der hat den geil mitgenommen und geil reingemacht. Das war schon stabil. Ja. Aber ich glaube, das war jetzt nur ein Ausrutscher gewesen. Ich glaube, Dortmund wird wieder nächsten Games rasieren. Wir können mal gucken, gegen wen spielen die als nächstes. Guck mal, Champions League sind die auch als Erster durch in der Gruppe. Und das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Nächstes Game ist am Dienstag, 15.12.20:30 Uhr. Okay, englische Woche demnächst. Ich werde da sogar in Dortmund sein, das Spiel mit euch gemeinsam angucken. Also im Stream. Da werden wir dann genau im Stream auf dem Dortmund-Kanal dann streamen. Und dann werde ich das mit euch angucken, aber ich darf euch das natürlich nicht zeigen, nicht die Spielszenen und sowas. Okay, Bayern gegen Wolfsburg, auch Erster gegen Vierten, glaube ich, müsste das dann sein, ne? Ja, Erster gegen Vierten. Da kann Dortmund dann auch vorbeiziehen, wenn Bayern gewinnt. Und wenn Dortmund gewinnt, sind die halt wieder Vierter. Ja, es wird noch sehr, sehr spannend werden, sage ich. Es wird noch sehr, sehr spannend werden. Ja, man sieht ja auch natürlich, guckt euch die Statistik an, ne? Braucht man jetzt gar nicht so viel zu sagen, Leute. Dortmund hat halt einfach nicht den besten Fußball gespielt. Ja. 18-10 Schüsse, Stuttgart, Dortmund 12-4. Dafür hat Dortmund aber 72% Ballbesitz und guck mal, fast dreimal so viel Pässe gemacht, ey. Reina in Form? Ach, weiß ich nicht. Der hat schon gut gespielt. Reina ist auf jeden Fall auch gerade auf dem Weg, sich krass zu entwickeln. Und jeder verliert mal, Leute. Na, ich finde es halt schade, dass dann jetzt Leute hier in meinen Stream kommen und sagen: Dortmund, wie billig sind sie und bla bla bla. Ja, und nächste Woche, wenn Dortmund dann wieder 3-0 gewinnt oder so, dann hörst du nichts mehr von diesen Leuten. Lass doch einfach jeden von der Mannschaft Fan sein oder Supporter sein, von dem er es möchte. Respektiert die Entscheidung der anderen. Ich habe gar nicht am Ende gesehen, kam Moukoko noch rein oder nicht? 86. Ja, der kommt halt immer sehr spät rein, ne? Ja, vielleicht kann man dem demnächst auch mal ein bisschen mehr. Vielleicht ist jetzt gerade die Zeit für Moukoko, sich mal ein bisschen zu zeigen und dem aber auch ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben. Ne, man darf aber auch nicht übertreiben. Guck mal, der Junge ist gerade mal 16 und der Bus jetzt nicht von allen Seiten direkt: Ey, komm, du musst jetzt rasieren, Haaland ist nicht da, du musst den jetzt ersetzen und musst einfach genauso gut spielen wie er und so. Man muss den Jungen nicht so unter Druck setzen. So, der hat jetzt mit 16 und 10, 16 und 2 Tagen oder was das war, sein erstes Bundesligaspiel gehabt. Er muss sich natürlich auch erstmal in die Mannschaft reintasten, ne? Bro, Manu hat auch verloren, direkt schreibt mich einer auf Discord an und sagt: verloren. Ja, was soll ich zu Schalke sagen? Was soll ich sagen? Die sind halt im absoluten Tief zurzeit, ne?
Da muss auch mal was getan werden, keine Frage. Guck mal, letzter Platz. Was ist das? 3 Punkte. 3 Punkte, Alter. Das ist gestört. Aber bin mal gespannt, ob die da wieder rauskommen werden. Aber ich habe trotzdem meinen vollsten Respekt vor den Leuten, die halt auch Schalke-Fan sind, so. Ne? Ich bin nicht dieser Typ, der dann jetzt sagt, Dortmund Schalke spielt und dann fange ich an, irgendwie die Schalke-Fans zu beleidigen und sowas. Jeder soll von der Mannschaft Fan sein oder Supporter, von der er es gern möchte, Leute. Und jeder hier im Chat, bin ich mir sicher, hat seine andere Mannschaft, die er feiert und von dem er Supporter ist. Ne? Und ja, deshalb, alles easy. Es gibt halt Leute, die sind auch klar im Stadion, die ganzen Ultras und so. Ich kenne das doch selber, Leute. Ich kenne auch Leute, die sind bei Düsseldorf, bei den Ultras und das ist einfach in meinen Augen verrückt, was die machen. Wenn ich ganz ehrlich sagen, die treffen sich mit den Fans zum Beispiel von Köln oder von den Ultras und sagen, ey, kommt mal dann und dahin und dann fetzen wir uns. So, dann sind da 10 Leute von denen oder noch mehr und dann gehen die einfach alle aufeinander los und schlagen sich. Digga, was ist das? Hat doch nichts mit Fußball zu tun. Klar, sei ein Ultra der Mannschaft, sei ein Fan, supportet einen Verein, aber das ist einfach so dumm, dass sich einfach Mannschaften treffen und dann auf einmal anfangen, sich zu schlagen und sowas. Ne? Oder wie seht ihr das? Ich bin sowieso kein Fan davon, von diesen ganzen Ausschreitungen und sowas. So Pyrotechnik und so sieht halt Bombe aus, keine Frage, ne? Keine Frage, sogar auf offenem Platz und sowas, ja. Ich bin Bayern-Fan, aber respektiere BVB. Ja, ist überhaupt nicht verwerflich, genau so ist das. Ja, das sind halt Ultras. Ist halt so, ne? Aber da sieht man, der Fußball lebt halt, ne? Und man vermisst natürlich auch wirklich so, also, wenn ich ehrlich bin zu euch, wenn man Fußball schaut, ist es nicht mehr so, wie es sonst war, ne? Mit Zuschauern und sowas. Das fehlt einfach. Und ich will gar nicht wissen, wie sehr das den Spielern fehlt auf dem Platz, wenn die Mannschaft hinter dir steht oder auch in Dortmund vor allem. Ich war ja auch öfter schon im Stadion. Wenn dann die ganze Wand hinter dir dich supportet und sowas, dann ist das einfach krass und deshalb finde ich zurzeit, wenn du ein Heimspiel hast, ist es eigentlich gar kein Heimspiel, weil es sind keine Fans da, die dich supporten, es ist halt einfach nur der Rasen, den du kennst, so klar. Glaubst du, Schalke steigt ab? Weiß ich nicht. Also es kann noch einiges passieren, guck mal, ist ja auch nicht so viel Abstand hier, ne? 10 Punkte sind, ja, ich glaube, das wird noch richtig spannend werden, auch die nächsten Spieltage, die nächste Saison und sowas. Und. Es fehlt natürlich die Atmosphäre, klar. Ich habe das Spiel auch nicht komplett gesehen, Dortmund gegen gegen Stuttgart. Ich war bei meiner Familie da essen, habe dann auch zwischendurch das Spiel dann da geguckt in der Konferenz und habe dann auch das 1-1 gesehen von Reina. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also, dass es ein 5-1 wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. 5-1 ist schon echt sehr, sehr hart. Ne? Aber daraus lernt die Mannschaft. Und ja, vielleicht müsste man im nächsten Spiel mit einer bisschen anderen Taktik rangehen oder vielleicht auch mal Moukoko früher reinbringen. Ne? Einfach mal gucken. Weil ich finde, der hat genau jetzt auch seine Spielzeit unter anderem verdient. Jetzt gerade, wo Haaland nicht da ist, dass er jetzt nicht von Anfang an spielt oder sowas. Man muss nicht übertreiben, aber vielleicht mal schon in der 70. oder in der 65. reinkommt und nicht erst 5 Minuten vor Ende. Ne? Finde ich. Aber ja, guck mal einfach mal, wie sich das entwickeln wird. Nächstes Spiel ist gegen Bremen. Das werde ich aus dem Stadion kommentieren. Und das wird sehr, sehr nice werden. Ja, ich schreibe auch einige in den Chat, Trainerwechsel und sowas. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht. Dazu kann ich halt nichts sagen, Leute. Video mit Moukoko wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ich habe ja ein Video mit ihm aufgenommen, Leute. Aber ist noch nicht sicher, wann es kommen wird. Ich weiß noch nicht, wann. Ja, wir gucken einfach mal, wie das werden wird, Leute. Aber ja, lass uns jetzt erstmal in FIFA reingehen. Wir haben jetzt erstmal genug gequatscht.